Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn einen Mann in unserer Runde begrüßen wollen, der tatsächlich Musikgeschichte geschrieben hat. Und wenn es jemals einen perfekten Moment gab, ihn bei uns zu haben, dann jetzt, so kurz vor Weihnachten. Denn heute, vor genau 35 Jahren, nämlich am 3. Dezember 84, ist ein Song erschienen, der jedes Jahr an Weihnachten derart penetrant im Radio gespielt wird, dass es manchmal fast schon an Belästigung grenzt, nämlich dieser hier. Schauen Sie mal. Ja, jetzt erfahren wir. Ja, Sie lieben es immer noch. Jetzt erfahren wir erstmals, wie und vor allen Dingen wo dieser Welthit entstanden ist, der bis heute, und jetzt mal bitte festhalten, 130 Mal immer wieder neu in den Hitparaden war. Denn er erzählt zum ersten Mal die Geschichte von Wham. Wir waren, schreibt er, für eine kurze Zeit eine Pop-Sensation, die erfolgreichste Band auf diesem Planeten. Vor allem aber waren George Michael und ich allerbeste Freunde. Und wir wollen heute natürlich auch darüber reden, wer dieses Musikgenie eigentlich war, das sein Bild in der Öffentlichkeit offenbar so perfekt kontrollierte, dass Notfallstylisten um den halben Globus geflogen wurden, wenn die Haare mal wieder nicht richtig sitzen wollten. Herzlich willkommen, Andrew Ridgeley. Ich freue mich sehr. Schön, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Ja, dann freuen wir uns sehr, dass dieser Mann heute bei uns ist, den gerade wieder fast 10 Millionen Menschen im Tatort als etwas grantligen, etwas übellaunigen Chefinspektor Moritz Eisner bei der Arbeit beobachtet haben. Und man kann sowas wahrscheinlich nur so intensiv spielen, wenn man so aufgewachsen ist wie er, das ganze pralle Leben kennt. Sohn aus einer einfachen Arbeiterfamilie in der Nähe von Salzburg. Papa war Schlosser. Prekär hat er das mal genannt. Und trotzdem warmherzig und gut, aber auch geprägt von Ängsten. Es ist die Welt ganz normaler Leute, aus der er kommt. Und vielleicht ist es ihm deshalb nicht egal, was da draußen passiert. Und er sagt, ich möchte, dass Politiker endlich mal wieder gemeinsam mit uns Bürgern etwas erträumen. Wie meint er das? Fragen wir Harald Krasnitzer. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Schön, dass du da bist, Harald. Ja, und apropos Träume, wovon träumt dieser Mann hier neben mir? Und wie oft taucht in diesem Traum Kevin Kühnert auf oder Olaf Scholz? Er hat selbst davon geträumt, SPD-Chef zu werden, gemeinsam mit Gesine Schwan. Wir sind ein Power-Duett, hat er dazu gesagt. Seitdem ist viel passiert. Er und Gesine Schwan wurden Letzte, Olaf Scholz nicht Erster. Und die große Frage ist, was jetzt passiert mit der SPD, mit der Regierung und mit diesem Land? Und was macht all das mit seinen viel beschriebenen Mundwinkeln? Tendenz eher nach oben oder nach unten? Wir werden das heute sehr genau beobachten bei einem Mann, der entgegen der landläufigen Meinung sehr viel Humor hat und der über dieses merkwürdige Bild in der Öffentlichkeit mal gesagt hat, wenn mich manche auf mein überaus heiteres Wesen reduzieren, kann ich damit gut leben. Herzlich willkommen, Ralf Stegner. Ich freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Ein überaus heiteres Wesen. Ja, wir sind gespannt, wie Sie das bewertet, was da gerade passiert ist. Politikchefin bei den Kollegen der Welt, die, so sagt sie, nicht überrascht war von dem, was die SPD am Wochenende gemacht hat. Die brutalste Partei Deutschland, hat sie mal genannt. Aber irgendwie scheint sie die neue Führungsspitze doch zu irritieren, denn sie sagt, ich frage mich im Moment einiges, aber vor allem frage ich mich, was dieses neue Duo eigentlich kann. Herzlich willkommen, Claudia Kahle. Willkommen bei uns in der Sendung. Ich freue mich sehr. Also, vielen Dank. Erstmal mal ganz herzliches Willkommen an Andrew Ridgeley, der heute unser Gast ist. Wham! Ja, das erlebt man nicht jeden Tag. Wer hier in der Runde ist Wham-Fan? Claudia Kahle. Wham gehört? Ja, auf jeden Fall. Harald Krasnitzer, Wham-Fan gewesen in jüngeren Jahren? Sagen wir mal, dieses Lied hat es mir angetan, aber ich habe es dann so oft gehört und auch immer an den falschen Stellen gehört, dass es mir ähnlicher geht, wie du gerade gesagt hast, dass es manchmal wirklich unerträglich war. Jetzt ist es wieder auf der Hitliste, aber sozusagen genau, in geschützten Räumen. Und dann finde ich es einfach zum Kochen nach wie vor spritzig, lustig und einfach Weltklasse. So, ist Ihr Last Christmas auch bei der SPD, Herr Stegner? Also, da gilt der alte Satz von Mark Twain, die Nachrichten über mein Ableben sind deutlich verfrüht und übertrieben. Also das schreiben ja ganz viele. Ja. Mit der SPD geht es zu Ende und das ist der Niedergang. Und jetzt nee, es geht jetzt um Sie. Es geht also, um Sie. Mich persönlich. Ich meine Sie, ja, ja. Ach was.
Kein Stück. Warum sollte das denn so sein? Ja, Sie kommen gerade aus Berlin und es haben sich spektakuläre Dinge getan. Ist das so? Ja, ich hörte davon. Da wissen Sie mehr als ich. Aber wir werden das gleich mal. Sie wissen das ganz genau. Werden Sie wieder Vizechef der Partei? Ich höre gerade aus Berlin kommend, dass Sie abgesägt worden sind. Kein Stück, sondern ich werde kandidieren für den Parteivorstand und das Parteipräsidium, also für das oberste Gremium der Partei. Aber wir verkleinern unsere Führungsgremien und wir waren der Meinung, in der Situation, in der die SPD im Augenblick ist, ist es schlau, das Führungsduo zu unterstützen, auch indem die Partei Linke einheitlich auftritt. Und da haben wir uns verständigt, dass der Juse-Vorsitzende Kandidat für den Vizeposten ist und Kandidat für das Präsidium. Das heißt, Sie sind von Kevin Kühnert weggemobbt worden jetzt? Kein Stück. Ich hab ja gesagt, ich habe mich dann mit denen vereinbart, dass wir das so machen wollen. Ich gehöre dem Präsidium seit 2007 an. Das ist das oberste Gremium der Partei. Und ich mache da auch weiterhin mit. Und die immer glauben... Aber nicht mehr als Vizechef. Naja. Also, Präsidium ist ja sowas wie Bundespräsident. Also da redet man nette Sachen, aber eher weniger. Das ist schon das Führungsgremium. Aber die mich kennen, wissen, dass ich eigentlich meine Arbeit bisher sehr unabhängig von den Funktionen so gemacht habe, wie ich sie richtig gefunden habe. Das wird so bleiben. Okay, war das Ihre Idee, zurückzutreten? Oder seine Idee? Ich trete nicht zurück, sondern man bewirbt sich für Ämter immer auf Zeit. Man hat sie entlassen. Auch das nicht. Das wollten viele schon gerne, aber es hat nie geklappt, sozusagen. Nee, ich bewerbe mich schon für das Präsidium. Wir haben das gemeinsam entschieden. Und Sie sehen heute einen ganz fröhlichen und entspannten Mann hier an Ihrer Seite. Ja, das Gesicht passt nicht so direkt dazu, ist aber das so? Macht nichts. Ja. Das muss jetzt an Ihnen liegen, ich weiß es nicht. Nein. Aber was heißt denn, Sie haben das verkleinert. War das Ihre Idee? Bisher gab es ja 6 Vize bei der SPD, jetzt nur noch 3. Das war ein Teil von einem Prozess, den wir schon eine Weile gemacht haben, zu sagen, der Parteitag soll kleiner werden, der Parteivorstand soll kleiner werden. Und haben Sie das unterstützt? Ja? Ich habe das mit unterstützt. Und haben Sie sich selbst vorgeschlagen, sich rauszunehmen aus dem Spiel? Wir haben uns verständigt, wer kandidiert. Politik ist Mannschaftsspiel. Ich mache das schon ziemlich lange. Und ich bin übrigens durchaus der Meinung, dass man lernen muss, die Gegner sind nicht in der eigenen Partei, sondern in anderen Parteien. Das heißt, Kühnert kann das besser als Sie? Der Kühnert macht andere Sachen. Er ist jünger, ein ganzes Stück jünger als ich. Ist der Vorsitzende der Jusos. Die Jusos haben eine Menge zu tun mit dem Ergebnis des Mitgliedervotums. Ja. Das kann man nicht bestreiten. Und ich habe übrigens mit dem Kevin Kühnert die ganzen letzten Jahre gut zusammengearbeitet. Das wird auch weiterhin so sein. Eingeschränkt, ne? Wieso? Ja, in den letzten Jahren ja, aber in den letzten Monaten sind Sie sich nicht mehr grün. Sie haben gar nicht mehr miteinander gesprochen. In der Zwischenzeit gab es mal so ein bisschen, sagen wir mal, Turbulenzen, würde man im Wetterbericht sagen. Turbulenzen die heißt ja, dass was los ist. Bei Ihnen war Flaute. Sie haben gar nicht mehr gesprochen. Wir hatten ein bisschen was damit zu tun, dass ich mit der Gesine Schwan zusammen kandidiert habe. Sie haben es ja erwähnt, für den Parteivorsitz. Und die Jusos und der Juso-Bundesvorsitzende haben, bevor das losging mit der Regionalkampf, sich für ein anderes Team entschieden. Das fand ich jetzt, sagen wir mal, eher alte SPD. Nicht so sehr neue SPD, sondern lassen die Mitglieder sich mal ein Sie Bild machen. Sie fanden es unfair? Also ich fand es jedenfalls nicht so progressiv, wie ich mir die Jusos wünsche. Also dass die Jusos Esken und Walter Borjans unterstützt ohne, haben, ja? Bevor diese Konferenzen losgegangen sind. Okay. Aber sei es drum, die Sache haben Sie ihn zur Rede gestellt deswegen? Wir haben miteinander freundlich darüber gesprochen und haben uns auch ausgetauscht und haben uns auch ausgesprochen. Das ist auch aus der Welt. Am Ende ist es so, dass die Mitglieder das entschieden haben. Und das muss man, finde ich, akzeptieren. Deswegen passt ihr Bild übrigens auch nicht. Es ist kein Boxkampf, wo einer niedergeschlagen wird und dann rausgetragen kommt nie wieder, sondern es ist ein Wettbewerb. Stimmt, da muss man Mut haben, sich dem zu stellen. Und da kann immer nur ein paar gewinnen. In dem Fall waren das Saskia und Norbert Walter Borjans. Aber Kevin Kühnert hat gar nicht mehr mit Ihnen gesprochen. Der ging gar nicht mehr ins Telefon, wenn Sie angerufen haben. Wie würden Sie das nennen? Wir haben sich konzentriert darauf, sozusagen den Wahlkampf von anderen zu unterstützen. Aber ich weiß nicht, ich habe 3 Jusos in der Familie. Ich habe 3 Jusos in der Familie. Und ich bin nicht wehleidig, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ich halt finde, diesen ganzen Kram untereinander zu streiten, das ist das, was die SPD momentan wirklich nicht braucht. Was wir brauchen, ist, die Menschen wieder Vertrauen zur SPD haben. Streiten ist ja okay, aber wenn man den Hörer nicht mehr abnimmt, kann man doch nicht mal mehr streiten. Also lang war das auch wieder nicht und wir haben uns inzwischen ausgesprochen und alles ist gut. Und jedenfalls ist der Kern der, dass wir gemeinsam wollen, dass es mit der SPD wieder nach vorne geht. Das ist der Job, den wir machen. Trotzdem noch mal diese Vizechef-Geschichte. Ja. Sie haben eingangs gesagt, der allererste Satz von Ihnen jetzt gerade hier war, wir wollen da ein richtig linkes Gremium da vorne haben. Sie sind doch auch jemand, der links ist oder nicht mehr. Habe ich da was verpasst? Doch, da gehören Sie doch dazu. Ich höre ja auch nicht auf. Ich sage noch mal, das Präsidium ist ja ein kleines Führungsgremium der Partei. Mhm. Wenn der Parteitag mich wählt, das hoffe ich, muss mich ja bewerben, dann komme ich da wieder rein und dann werde ich daran mitwirken. Aber heißt das, Kevin Kühnert ist der aufrechtere Linke als Sie? Das glaube ich kaum. Und wer mich kennt sozusagen, der wird das, glaube ich, auch nicht sagen. Ist er der bessere Linke als Sie?
Das müssen andere beurteilen. Wir sind ja im Bild von ganz vielen ganz schrecklich, wenn ich das lese, was über uns geschrieben wird, über die SPD und was die Konkurrenz. Die Wirtschaft sagt, ihr gefällt das gar nicht, wenn die SPD will. Ja. Puh, müssen wir eine neue Führung wählen, wenn das der Wirtschaft nicht gefällt. Also ich meine, ich finde, das ist nicht so wichtig, wem man jetzt allen gefällt oder nicht, sondern dass wir eine starke Mannschaftsaufstellung finden. Und da ist der Stegner nach wie vor dabei. Das wird die einen freuen und die anderen ärgern. Aber die einen müssen sich darauf einlassen. Okay, Herr Stegner, so die letzte sein. Und die Killerfrage. Wenn Sie die Chance gehabt hätten, zu den Reihen zu gehören, hätten Sie es gemacht? In der Politik ist es immer so, dass man sich bewirbt und gewinnen oder verlieren kann. Wenn ich die Chance gehabt hätte, mit Gesine Schwan Parteivorsitzender zu werden, wäre ich jetzt Parteivorsitzender. Weil meine Oma vier Räder gehabt, wäre sie in den Autobus gewesen. So ist das nicht. Ja. Die Leute haben das. Ja. Das war nicht meine Frage. Ja, die Leute haben das anders entschieden. So ist das. In der Politik ist auch schön, wenn man einfach mal mit Ja oder Nein antwortet. Also wenn Sie einer von den drei gewesen. Aber hätte Fahrradkette, hat der Steinbrück gesagt. Ich zitiere den nicht so oft. Ja. Aber in dem Fall hat er recht. Okay. Also, Sie sind nicht gefragt worden, heißt das übersetzt. Wir versuchen es ja, aber es gelingt Ihnen nicht. Wir haben das gemeinsam entschieden. Punkt. Frau Kade möchte lösen. Frau Kade, was haben Sie gehört? Naja, ich finde, Herr Stegner schildert sehr gut, was in der SPD gerade los ist. Also, dass nicht nur das Scholz-Lager und das Lager derjenigen, die Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken gewählt haben, erstmal jetzt wieder zusammengeführt werden müssen nach diesen Monaten des Kandidatenrennens, sondern dass ja selbst innerhalb des linken Flügels Friktionen entstanden sind. Also, das ist natürlich eine total unübersichtliche Lage für das neue Führungsduo, wenn es jetzt am Parteitag gewählt wird. Man muss gucken, wie stellt man die eigenen Unterstützer zufrieden mit den Forderungen, die man an die Union jetzt noch stellen will. Dann muss man gucken, dass man aber auch das Scholz-Geiwitz-Lager irgendwie mit ins Boot holt, damit die nicht sich rechts liegen gelassen fühlen. Und dann muss man eben noch gucken, ob das Ganze überhaupt mit der Union noch kompatibel ist, weil man da ja auch jetzt mittlerweile das Wording geändert hat. Am Anfang im Wettbewerb um den Parteivorsitz war man noch sehr dezidiert für einen Ausstieg aus der Koalition. Da hat ja auch Kevin Kühnert als Kopf dieser Kandidatur von Walter-Borjans und Esken architektonisch mit dran gewirkt. Und jetzt gibt es eine total spürbare Abrüstung. Man will doch nicht so richtig raus aus der großen Koalition. Ja, so wie Herr Stegner heute Abend hier. Rudert mit allem, was er hat, zurück. Ja. Sie täuschen, also ich habe das nicht vertreten. So eine Mehrfronten-Auseinandersetzung, die da auf das neue Führungsduo zukommt. Also allein schon 2 bis 3 in der SPD und dann noch mit der Union. Also da bin ich wirklich mal gespannt, wie das noch hingekommen soll. Mal ganz abgesehen davon, dass es ja nicht nur um die Parteien in dieser Koalition geht oder um die Mitglieder dieser Parteien in dieser Koalition geht, sondern es gibt ja auch noch Wählerinnen und Wähler da draußen, die keine Mitglieder sind und trotzdem auch noch mal wissen wollen, was diese Koalition eigentlich noch macht. Deswegen habe ich ja auch gesagt, dass die Dinge, die man intern zu regeln hat, regelt man intern. Aber entscheidend ist, dass wir die SPD wieder stark machen. Und da ist das Bild, finde ich, gar nicht so negativ, wie Sie das beschrieben haben. Sondern in Wettbewerben ist das normal, dass man sich auseinandersetzt. Wir hatten den jetzt, 23 Regionalkonferenzen, haben 3-4 Monate Wettbewerb gemacht. Der ist jetzt zu Ende, das ist entschieden. Das müssen auch die akzeptieren, die jemand anderen gewählt haben. Und jetzt geht es gemeinsam darum, nach außen was zu tun. Wenn es gemeinsam geht, wäre es ja mal neu in der SPD. Ne? Wen haben Sie gewählt? Wen haben Sie unterstützt? Ich habe Gesine Schwan und mich gewählt. Ja, und dann danach? Ja, das ist natürlich geheim, die Stichwahl sozusagen. Aber ich unterstütze das gewählte Duo. Das heißt, Sie haben die gewählt? Es ist eine geheime Wahl. Ich habe bewusst, ich will Ihnen mal ehrlich sagen, ich habe mich in der ersten Phase geärgert über Wahlempfehlungen von anderen, weil ich gesagt habe, Leute... Über Wahlempfehlungen von Kevin Kühnert. Von anderen, da war der auch dabei. Genau. Aber auch von anderen habe ich gesagt... Präzisiere das nur für die wenigen, die es wissen. Nein, aber auch die ganzen Bundesminister haben gesagt, man muss den Olaf Scholz wählen. Ich habe davon nichts gehalten. Die Mitglieder mögen sowas übrigens auch nicht. Die sind nämlich schlau genug selbst, die können das selbst entscheiden. Und wer etwas bei anderen falsch findet, der macht es nicht selbst. Deswegen haben Gesine Schwan und ich gesagt, wir haben unsere Wahl, die treffen wir selbst. Aber weder müssen wir das anderen mitteilen, sondern wir machen das für uns selbst, noch muss es Wahlaufrufe geben, sondern die Mitglieder entscheiden das selbst. Ich glaube übrigens, dass ein Teil der Überraschung des Ergebnisses, manche sind ja geradezu empört, dass ihre Voraussagen nicht eingetroffen sind. Ne? So ist die Demokratie. Dass das auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass sie den Mitgliedern immer wieder sagen, ihr müsst aber die und die wählen, weil die anderen mag die Wirtschaft nicht oder die Medien mögen die nicht oder die haben keine Erfahrung oder irgendeinen Grund gegeben und die Mitglieder? Aber keine Erfahrung ist halt jetzt nicht irgendein Grund. Ne? Ob man jemanden mag oder nicht, darüber können wir gerne, haben Sie völlig recht. Das darf in der Politik keine Rolle spielen. Aber ob jemand Erfahrung hat oder nicht, schon. Ja, wobei man natürlich sagen muss, wir haben ja auch schon ganz oft Kandidaten aufgestellt, die ganz viel Erfahrung hatten. So richtig gut gegangen ist das nicht immer. Und insofern, und die beiden, die da gewählt sind, machen das auch nicht alleine.
Und die kann man da auch nicht turnen lassen und hebt dann den Daumen oder senkt ihn, ob ihm das die Darbietung gefällt auf dem Seil, sondern da müssen viele mittun in so einer Partei. Ja, aber glauben Sie denn, dass da wirklich mitgetan wird, was wir für Signale hören aus der Bundestagsfraktion zum Beispiel? Die sind ja sehr selbstbewusst und sagen, also ehrlich gesagt, die Partei hat uns gar nichts zu sagen. Wir sind als Abgeordnete unserem Gewissen verpflichtet. Und wenn wir finden, dass wir in der Koalition bleiben, bleiben wir das auch. Und also ich glaube nicht, dass das neue Führungsduo da sozusagen getragen wird von allen Seiten, sondern dass die es sehr schwer haben. Müntefering sagt, wir sind ja kein Zentralkomitee. Das ist ja auch wahr. Müntefering sagt oft kluge Sachen, das ist auch wahr. Wir brauchen auch nicht Zentralkomitee zu sein, aber bei 13-15% in den Umfragen kann ich nur sagen, wer dann glaubt, er kann noch groß untereinander streiten, der hat den Schuss nicht gehört. Ja, absolut, stimme ich Ihnen zu. Ich meine, das Votum der Mitglieder sagt doch, weiter so ist nicht. Es ist doch eine Katastrophe, wenn die größte deutsche Partei, die wir immer noch sind, 425.000 Mitglieder, wenn die größte Partei rumdümpelt bei Umfragen bei 13-15%, das kann nicht unser Ziel sein. Deswegen nützen diese internen Auseinandersetzungen gar nichts. Die Menschen müssen wieder merken, die beschäftigen sich nicht mit sich selber, sondern die kümmern sich um eine gute Rente. Aber wann fangen Sie denn an damit? Nein, also ich zitiere Gerd Schröder, ich habe das Verfahren für unglücklich gehalten und das Ergebnis bestätigt meine Skepsis. Wissen Sie, ich habe das Verfahren mit der Agenda 2010 für unglücklich gehalten, mit den sozialen Verwerfungen und der Verlust der Hälfte unserer Wählerstimmen bestätigt meine Einstellung. Also das kann man dazu auch sagen. Also der Gerd Schröder, wenn ich das mal sagen darf, bei allem Respekt, er hat viele Dinge richtig gut gemacht. Wir sind nicht in den Irakkrieg gezogen und haben manche Dinge wirklich gut gemacht. Aber ich würde mir wünschen, dass die, die früher Funktionen gehabt haben und denen man Respekt zollen soll, ab und zu auch mal ein bisschen leiser sind und die, die jetzt Verantwortung haben, auch machen lassen. Das wäre auch hilfreich. Das wäre auch ein Teil von Solidarität. Aber wie finden Sie denn die Tatsache, dass eigentlich in Wahrheit ein 30-jähriger Juso-Vorsitzender Ihren Laden regiert? Das ist Ihre Interpretation. Ich glaube nicht, dass es so ist. Ich glaube, dass der Kevin Kühnert schon eine wichtige Rolle spielt. Der hat das als Juso-Chef übrigens auch gar nicht so schlecht gemacht. Ich finde übrigens auch ehrlich, der hat das neue Führungsduo überhaupt erst an den Start gebracht. Ich muss Ihnen auch ehrlich sagen, wenn die Leute bei uns schon einen Herzinfarkt kriegen, weil der Juso-Vorsitzende mal ein Interview gibt und wie ein Juso formuliert, dann sage ich, das hat der Schröder und Nahles früher auch gemacht. Die haben das nur vergessen später. Das ist normal. Ich finde, die Jusos, die links von der SPD stehen, uns antreiben, sind mir deutlich lieber als die Junge Union, die rechts von der Union steht und die noch nach hinten führen wollen. Das ist doch also grausam, wenn die Jugend noch konservativer ist als die Älteren. Also das wünsche ich mir jedenfalls nicht. Insofern, die Jusos gibt denen nicht in allem recht, aber sie sind ein wichtiger Teil unserer Partei. Und aber dieser Mann hat doch eine Strategie, der hat doch einen großen Plan. Ja. Und Sie sind jetzt Opfer dieser Strategie geworden. Also wie ein Opfer, sehe ich aus wie ein Opfer? Nee, ne? Also das bin ich auch nicht. Ich eigne mich nicht sehr gut als Opfer, sondern ich mache meinen Job so, wie ich ihn richtig finde. Das nervt Sie das nicht? Ich meine, da sind jetzt plötzlich Leute an der Spitze, die kannte bis vorgestern quasi noch gar keiner. Norbert Walter-Borjans kannte man ein bisschen, weil er Steuer-CDs gekauft hat. Zumal auch der war Finanzminister in NRW, ja, aber nie eine wichtige Funktion innerhalb dieser Partei gehabt. Und Saskia Esken auch nicht. Nein, das stimmt, aber ich sag mal, wenn wir immer nur die nehmen, die das schon seit Jahrhunderten machen. Und als ich Staatssekretär und Minister wurde, kannte mich kein Schwein. Ich sagte, wie kann das so ein junger Kerl sein? Da haben doch andere Leute Ansprüche. Und ich bin lange Jahre Landesvorsitzender gewesen und viele andere Dinge mehr und war oft der Jüngste. Und man muss sich durchsetzen. Niemand wird auf der Sänfte zum Erfolg getragen in der Politik. Das gilt auch für Kevin Kühnert nicht. Da muss man sich durchsetzen. Da kann man auch nicht allen gefallen wollen. Und das ist ein ordentlicher Kerl. Und der wird zusammen mit anderen das ordentlich machen. Ich habe da gar keine Sorgen. Das heißt, Sie ziehen sich zurück nach Schleswig-Holstein? Kein Stück. Ja. Das Präsidium tagt nicht in Schleswig-Holstein, sondern in Berlin. Ich mache da weiter. Der versucht das immer wieder. Was passiert denn jetzt mit Olaf Scholz? Der ist Finanzminister. Und bleibt der Finanzminister? Ich wüsste nicht, warum nicht. Denn die Minister machen ja ordentliche Arbeit. Nehmen Sie die Grundrente zum Beispiel. Die machen ordentliche Arbeit. Ich glaube nur, dass die Partei, das haben wir uns gesehen, die Schwan und ich im Wettbewerb immer gesagt, die Partei braucht auch eine Führung, die zwar solidarisch mit ihren Ministern ist, die aber unabhängig und selbstständig ist und auch noch ein bisschen weiterdenkt. Das war übrigens früher bei Brandt und Schmidt auch so. Der Willy Brandt war Parteivorsitzender, Helmut Schmidt war Bundeskanzler, man war loyal. Aber trotzdem hat er sich für die Friedensbewegung eingesetzt und hat Dinge gefördert, die der Regierung nicht so gefallen haben. Das braucht eine Partei auch. Die braucht auch Emotionen und Leidenschaft und nicht nur die Pragmatik des Regierungshandels. Ja, aber jetzt geht es doch um was ganz Grundsätzliches. Da geht es um das neue Führungsduo. Das sagt, wir brauchen absolut weg mit der schwarzen Null. Ja. Und da steht Olaf Scholz, der ist die schwarze Null. Also ich meine, der steht für die schwarze Null. Schwarze Nullen sind in anderen Parteien. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn schon konservative Wirtschaftsverbände sagen, wenn die Bundesverband der deutschen Industrie gemeinsam mit den Gewerkschaften aufzunehmen sagen, wir müssen investieren in Breitband, in Verkehrsinfrastruktur, in Schulen, mein Gott, dann muss man diese schwarze Null doch nicht wie ein Mantra vor sich hertragen, zumal wir eine Schuldenbremse in der Verfassung haben. Das macht doch Olaf Scholz, das ist Ihr Mann, das ist Ihr Vizekanzler. Das habe ich im Verfahren kritisiert.
Und ich kritisiere das immer noch, auch jetzt. Aber nicht nur an Olaf Scholz, sondern vor allen Dingen an der CDU. Die lieben ja die schwarze Null. Die SPD liebt die schwarze Null. Olaf Scholz liebt sie auch. Das weiß ich auch. Ich glaube, der liebt seine Frau hauptsächlich. Also insofern ist das gar nicht der Punkt. Nein. So einfach kommen Sie jetzt hier nicht raus. Herr Stegner, ernsthaft. Ja, das ist doch ein, das ist doch diametral entgegengesetzt. Ich finde das falsch. Das habe ich im Wettbewerb gesagt. Das sage ich heute auch, wenn ich bei Ihnen in der Sendung bin, dass ich das falsch finde. Die schwarze Null finden Sie falsch. Ich finde es falsch, denn wir können zwar unseren Kindern, sollen denen nicht nur Geldschulden hinterlassen, aber wenn wir denen eine marode Infrastruktur hinterlassen, Schulen von vorgestern, ja, okay, die aus dem Haftanschein, alles klar. Das bringt es nicht, sondern wir müssen investieren. Das sagen alle Leute, die was von der Sache verstehen. Und das sind eben sogar konservative Wirtschaftsverbände. Das heißt, Ihr Finanzminister Olaf Scholz hat keine Ahnung? Nein, das sage ich nicht. Aber das ist so ein Finanzminister. Haben Sie doch gerade gesagt. Nein, das ist so ein Finanzminister. Sie haben gesagt, alle, die was davon verstehen, sagen, weg mit der schwarzen Null. Ich rede jetzt nicht von unseren Politikern, sondern von diesen Fachleuten, von den Wirtschaftsinstituten. Selbst die Konservativen, die mich für einen Belzebub halten, sagen, wir müssen investieren in die Zukunft. Und das ist auch richtig so. Das heißt, Olaf Scholz kann es nicht? Nein, ich bin der andere Auffassung als Olaf Scholz. Und das sage ich bei Ihnen. Ich finde übrigens, wir müssen mal aufhören. Aber was machen wir denn jetzt? Wie lösen wir denn diesen Konflikt auf? Ja, die SPD wird das beschließen, mehrheitlich. Dass die schwarze Null weg muss? Dass wir investieren müssen, da gehe ich fest von aus. Und dann muss Scholz das umsetzen? Helmut Schmidt ist mal auf den Bundesparteitag gegangen und hat abstimmen lassen über den NATO-Doppelbeschluss. Da haben sich wenige Hände gehoben, unter anderem seine eigene. Und der Rest der Partei hat dagegen gestimmt. So etwas gibt es in der Demokratie, das ist keine Katastrophe. Das ist normal. Parteien entscheiden selbstständig und werden nicht geführt von Ministern oder anderen, sondern entscheiden manche Dinge. Da gibt es doch noch einen Koalitionspartner. Ja, das stimmt. Der will übrigens auch Sachen, die wir nicht wollen. Frau Kamp-Karrenbauer kommt vor ein paar Wochen und erzählt, wir sollen Bodentruppen in den Nahen Osten schicken. Da höre ich immer, interessante Idee, hätte sie vielleicht nicht per SMS mitteilen sollen, aber interessante Idee. Das ist doch eine Katastrophe, sowas. Das kann man gar nicht wollen. Die wollen auch Dinge, über die man mit denen diskutieren muss. Es ist nicht nur die SPD, die weitergehende Vorstellung hat. Auch die Union will Sachen, die wir nicht wollen. Darüber muss man vernünftig reden. Aber nochmal, ich will es jetzt einmal wirklich inhaltlich geklärt haben. Bitte. Wenn die schwarze Null nicht kippt, was passiert dann? Kippt dann die Große Koalition? Ich glaube, dass sie kippen wird. Nicht die Große Koalition, sondern die schwarze Null. Weil die vernünftigen. Was ist dann mit Olaf Scholz? Der kann doch Finanzminister sein, auch wenn er in einer Frage mal überstimmt wird. Mein Gott. Was heißt denn eine Frage mal ist gut? Doch nicht der Papst. Das ist die Frage. Finden Sie? Nee, das finde ich nicht. Ist für Sie zu Hause die schwarze Null die Frage? Fragen Sie mal die Leute. Das interessiert doch keinen Schwein auf dem Deutschen. Wen interessiert die schwarze Null? Also ganz ehrlich. Sehr gut. Schwarze Null in Lüsten. Mal ganz ehrlich, die Menschen interessieren sich nicht für schwarze Null. Ich mag das, Herr Stegner. So langsam kommen Sie in Wallung. Ja, das finde ich gut. Für bezahlbare Mieten, für ordentliche Renten, ja, für gute Arbeit, für Frieden, aber doch nicht für schwarze Nullen. Interessieren Sie sich für schwarze Nullen? Herr Stegner, was Sie jetzt gerade machen, das ist... Also, Ihr Finanzminister interessiert sich für schwarze Nullen. Ja. Deswegen frage ich da so nach. Ich war auch mal Finanzminister, wenn auch nur in Schleswig-Holstein, und war damals auch nicht für die schwarze Null. Es geht. Es tut gar nicht weh. Das heißt, werden Sie Finanzminister dann, oder? Nein. Die Zeit ist, habe ich hinter mir. Sozusagen, nee. Aber Okay. Ich will damit nur sagen, das ist keine Glaubensfrage. Und doch, ich glaube, wir haben es auch bei Olaf Scholz, den ich viele, viele Jahre lang kenne. Dem ist das tausendmal wichtiger, dass wir für eine ordentliche Europa- und Friedenspolitik eintreten, dass wir für gute Arbeit eintreten, dass wir uns darum kümmern, dass wir den, Herr Stegner, bitte. Dass wir den Klimaschutz Herrn sozial Scholz verträglich haben Sie machen. Gerade maximal dupiert. Finden Sie? Ja. Das glaube ich nicht. Ich frage ihn morgen. Es ist auch schön, dass Sie sagen, das glaube ich nicht. Sie sind sich nämlich gar nicht sicher. Ich frage ihn morgen. Ich frage ihn morgen. Dass Sie das nur glauben, aber nicht wissen, das finde ich gut. Frau Kade, was passiert denn, wenn dieses Mantra der schwarzen Null plötzlich kippen soll? Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich kippen wird. Ich finde auch, dieses Gerede um die schwarze Null ist ja nur die halbe Diskussion. Die andere Diskussion besteht ja darin, dass wir eigentlich sehr viel Geld gerade haben aufgrund der hohen Steuereinnahmen. Sogar ein Überschuss erzielt wurde in zweistelliger Milliardenhöhe. Das aber aufgrund mangelnder Planungs- und Genehmigungskapazitäten in den Behörden einfach die ganzen Infrastrukturprojekte sozusagen liegen bleiben. Und das ist eigentlich die zweite Hälfte, die man angehen muss. Also das Geld ist im Moment ja schon da. Es wird nur nicht in die Projekte umgeleitet, weil einfach das Personal fehlt, was über Jahre abgebaut wurde in den zuständigen Behörden. Aber trotzdem die Frage, was passiert mit Olaf Scholz? Ja, wenn Olaf Scholz tatsächlich was umsetzen muss, was gegen seine Grundlinie geht, glaube ich, wird er nicht mehr lange Finanzminister bleiben. Aber wie Sie richtig sagten, die Union hat ja auch noch ein Wörtchen damit zu reden. Es gibt in der Union ja auch eine interessante Entwicklung gerade. Also es wird ja immer gesagt, eine Neuverhandlung des Koalitionsvertrages wird es auf keinen Fall geben. Aber das ist
eben ein Begriff, den man dann auch sozusagen als Grenzmarke setzen kann. Und alles unterhalb dieses Begriffes, also keine Neuverhandlung, aber vielleicht eine Ergänzung des Koalitionsvertrages. Ergänzung, ist das das neue heiße Wort in Berlin? Das könnte man, also das, ne, das ist sozusagen so eine Variante, wo die Union dann doch ins Gespräch kommen könnte mit der SPD. Herr Stegner, ganz ehrlich, Neuverhandlung gibt es unter erwachsenen Menschen nicht. Und Sie wollen ergänzen. Im Koalitionsvertrag steht eine Revisionsklausel drin, die habe ich selbst mitverhandelt. Ja. Und da heißt es, dass wir bei neuen Herausforderungen auch zu neuen Antworten kommen müssen. Ja. Das steht da schon drin, hat die Union sogar ergänzen. Vorhaben. Ja, nehmen Sie das Beispiel Klimaschutz, das ist zwar nicht neu, aber da ist mehr... Gut, da dass Sie das auch wissen. Ja, aber da ist mehr Dampf in die Sache gekommen. Wir merken jetzt, wir halten die Klimaschutzziele nicht ein, wenn wir die Windenergie abwürgen. Wir müssen dann noch was ändern. Der Bundesrat hat Widerspruch eingelegt gegen die steuerlichen Teile. Also muss man was tun. Das ist ein Beispiel dafür, wo man am Koalitionsvertrag nicht am Text klebt, den man vor 2 Jahren gemacht hat, sondern neu was tun muss. Das erwarten die Bürger übrigens auch, dass wir flexibel sind und uns an solche Dinge anpassen. Absolut, Herr Stegner, absolut stimme ich Ihnen absolut zu, dass die Koalition flexibel sein muss. Aber man hat den Eindruck, es ist nicht unbedingt um die Themen geht, sondern dass es um die eigene Klientel geht, die man über den Umweg dieser Verhandlungen noch mal wieder zufriedenstellen will. Und wenn das so ist, dann dreht sich nämlich diese Koalition weiterhin monatelang in einer Endlosschleife umeinander selbst, ohne dass Inhalte beschlossen werden. Aber das ist die Gefahr. Was heißt denn Klientel, Frau Kade? Wenn wir über Klimaschutz reden, reden wir über die junge Generation, über die Zukunft wir reden. Wenn wir über die Grundrente reden, reden wir über Millionen von Menschen. Das hat doch mit Klientel nichts zu tun. Wenn man in der Demokratie Erfolg haben will, dann muss man die Probleme der Menschen auch lösen wollen. Ja, aber dann lösen Sie sie doch und reden nicht die ganze Zeit nur darum, was müssen wir der Union noch abverlangen, was müssen wir für unsere eigene interne Friedensmission, damit sich die Sozialdemokratie wieder zueinander findet, alles umsetzen. Danach sieht es im Moment leider aus. Es tut mir leid. Das ist ja bei der Union ganz anders. Nee, ich sage also insofern, das ist doch in Parteien normal. Ich will Ihnen aber, ich will Ihnen an einem Punkt recht geben, Frau Kade. Ich glaube, dass wir aufhören müssen, sozusagen diese internen Streitigkeiten fortzusetzen, denn sonst profitieren ausschließlich die Rechtspopulisten davon. Wir müssen zeigen, dass wir gemeinsam was lösen können. Übrigens, die Große Koalition ist in der Arbeit gar nicht so schlecht. Sie ist in der Öffentlichkeitsarbeit saumäßig. Aber sie ist in der eigentlichen Arbeit gar nicht so schlecht. Die Sozialdemokraten tun doch ihr Übriges, wenn sie immer sagen, wir wollen da eigentlich raus aus dem ganzen Land. Ich habe das nicht gesagt. Ja, gut. Wie ist es denn eigentlich gerade, Herr Stegner? Jetzt sind Sie ja noch Vizechef. Das stimmt. Das heißt, wenn gut, Sie dass Sie es noch mal erwähnen. Ja, wenn Sie, das heißt, solange Sie es noch sind, können wir jetzt hier uns mal kurz darüber unterhalten, wie es denn dann weitergeht. Also wofür sind Sie? Drinbleiben in der Großen Koalition? Weil dieses neue Duo ist doch genau im Grunde damit angetreten, ohne es wirklich explizit und expressis verbis zu sagen, aber mit dem Gefühl, da wurde die ganze Zeit insinuiert, wenn ihr uns wählt, dann nix wie raus aus der Großen Koalition. Ich glaube, jetzt rudert man zurück. Ich glaube, dass das falsch wäre, sich darauf zu konzentrieren. Was würde denn passieren, wenn wir jetzt einfach rausspringen? Entweder es gibt eine Minderheitenregierung unter Führung von Frau Merkel mit einer rechten Mehrheit im Deutschen Bundestag. Herzlichen Glückwunsch. Dann haben wir keine Minister, keinen Einfluss mehr. Die Grundrente kommt nicht. Und wir müssen Dinge mittragen, damit die Rechten sich nicht durchsetzen. Das ist maximales Minus. Oder es gibt schnelle Neuwahlen ohne einen Kandidaten, ohne ein Programm, was wir schon erarbeitet haben. Das ist nicht besonders erfolgversprechend. Die Alternative versprechen für wen? Für die SPD, weil sie über uns ja reden. Also rausspringen, also einfach mal, Angst, weil wir keine Lust haben. Nein, nicht. Aber man muss doch gestalten wollen. Ja. Die Leute, die glauben, man erhole sich in der Opposition. In Bayern sind wir 50 Jahre in der Opposition. Da erholt man sich nichts. Man kann nur gestalten in der Regierung. Umgekehrt gilt aber, und deswegen ist der Mitgliederentscheid ausgegangen, wie er ausgegangen ist, ein einfaches Weiter-so. Und wir loben uns selbst, alles ist prima und kann so bleiben, reicht auch nicht. Deswegen wäre meine Antwort zu sagen, wir versuchen, das, was mit der Union geht, zu machen. Und dass das mit ihnen nicht geht, darüber dann auch öffentlich zu streiten und zu gucken, dass man in nächsten Wahlkämpfen damit auch wieder Profil gewinnt. Die Union zum Beispiel möchte viel lieber, dass die Millionäre den Soli auch noch erlassen kriegen. Wir wollen lieber was gegen Kinderarmut tun. Darüber kann man wunderbar streiten im Wahlkampf. Sie spielen wieder Gruppen gegeneinander aus, ne? Millionäre gegen Kinder? Ja. Das mache ich, in der Tat. Warum ich finde es wichtiger, was gegen Kinderarmut zu tun, als Millionären Steuersenkung zu geben. Das finde ich. Warum muss das immer so sein? Ja, weil die Menschen wissen... Ganz ehrlich, was haben Kinder mit Millionären zu tun? Ganz ehrlich, wir brauchen das Geld, um was gegen Kinderarmut zu tun und nicht um Superreichen Sie auch noch Steuern entlassen zu geben. Und in der Politik gibt es Alternativen, die man wählen kann. Das, was ich jetzt vertrete, hasst die FDP wie die Pest und die CSU auch und die SPD will das. Und das ist doch schön, wenn es Unterschiede gibt in der Demokratie. Und Olaf Scholz hasst es auch? Nö. Also Olaf Scholz ist nun wirklich für die Bekämpfung der Kinderarmut. Und er will auch nicht den Soli senken. Sie wollen doch nicht ernsthaft sagen, dass in der CDU keiner für die Bekämpfung der Kinderarmut ist. Nein, aber die tun nichts dafür. Die wollen den Soli abschaffen für die Superreichen. Das ist doch was ganz anderes, Herr Lanz. Herr Stegner, Sie sind doch auch Teil dieser Regierung. Seit wie vielen Jahren sitzen Sie in der Großen Koalition? Ja, schon ein paar Jahre. Aber hätten Sie schon was machen können?
Also ich bitte Sie, wir tun ja auch was. Wir machen die Grundrente, wir haben die paritätische Finanzierung der Krankenversicherung. Warum ist denn dann alles so schlimm, wie Sie es gerade schildern? Ich schilder das gar nicht als schlimm, sondern ich sage, wir haben Unterschiede. Und es gibt Dinge in unserem reichen Land, die wir angehen wollen. Ja, aber warum muss man Gruppen gegeneinander ausspielen? Die SPD war doch auch immer ein Aufstiegsversprechen. Ja, aber die SPD war doch auch das Versprechen, wenn du dich anstrengst, sorgen wir dafür, dass du die soziale Leiter nach oben kommst. Das wollen wir auch. Dass es die gläserne Decke nicht gibt, es weitergeht. Das da war doch auch die SPD. Ja, dem habe ich selbst viel zu verdanken. Da haben wir auch einiges erreicht. Trotzdem ist es Fakt, dass in diesem reichen Land die Reichen immer reicher werden. Und dass das Wort Kinderarmut überhaupt vorkommt in so einem reichen Land, ist doch eine Schande. Das müssen wir ändern. Und ja, da können Sie sagen, das haben wir auch noch nicht geschafft, aber wir müssen das ändern wollen. Das ist übrigens auch möglich. Wenn wir das nicht ändern können, welches Land soll das denn ändern? Okay, aber Sie haben klar gesagt, GroKo durchziehen bis 2021. Nein, ich habe gesagt, dass wir jetzt nicht aus der Regierungsverantwortung flüchten, dass wir mit der Union darüber reden, was mit ihnen gemeinsam geht. Und wenn Dinge noch vernünftig gemacht werden können, dann sollten wir das tun. Und wenn nicht, muss man sich irgendwann trennen und Wahlkampf machen. Aber flüchten und zu sagen, irgendwie geht es uns schlecht, den Leuten ist es schnurz, wie es der SPD geht. Denen ist wichtig, wie es ihnen selber geht. Ob sie ihre Miete bezahlen können, ob die Rente reicht, was mit der Ausbildung der Kinder ist, der Pflege der Eltern. Das interessiert die Bürgerinnen und Bürger und nicht, wie wir uns fühlen. Und deswegen muss man dafür Politik machen. Dann anders gefragt, wo ist denn die rote Linie? An welchem Punkt gehen Sie raus? Also ich will mal ein Beispiel sagen. Wenn sowas Politik würde, wie das, was Frau Kamp-Karrenbauer vorgeschlagen hat, Aufrüstung und deutsche Truppen in den Nahen Osten, da wäre für mich sicherlich Feierabend. Sowas kann man und darf man nicht tun. Das ist nicht vertretbar, nicht verantwortbar. Wir müssen Friedenspolitik machen, für ein gemeinsames Europa sorgen und nicht aufrüsten. Ich halte das für grob falsch. Als Beispiel. Und zweites Beispiel, wenn unsere Generation das nicht schafft, die Klimaschutzziele, die wir unterschrieben haben, einzuhalten, und zwar sozialverträglich einzuhalten, dann versagen wir vor der wichtigsten Aufgabe, die wir momentan haben. Und wenn das mit der Union nicht ginge, wenn die sagen, wir würgen die Windenergie weiterhin ab und ist doch egal, ob wir das erfüllen oder nicht. Was heißt das denn übersetzt? Machen Sie es doch bitte mal konkret. Weil man kann sozusagen sowas gerne raushauen und dann klatschen die Leute und sagen, es ist doch wunderbar, der Stegner hat einen Plan davon. Was ist denn die Idee für Windenergie? Physikalisch ist es doch so, damit wir alle mal auf dem Laufenden sind. Mit den Abstandsregeln, die neu jetzt gelten, ist es doch so, dass Windenergie faktisch an ihr Ende kommt. So ist es. Und wir können keine Windräder mehr bauen, so ist es. Weil wir mindestens 1000 Meter Abstand brauchen bis zum nächsten Gebäude. Und das ist falsch. Das heißt, auf Druck der CSU entstanden, will ich Ihnen sagen. Der Punkt ist der, wir haben vereinbart, 65% der Energien aus Erneuerbaren zu schaffen. Ich komme übrigens aus einem Land, Schleswig-Holstein, wo wir gezeigt haben, dass es geht. Wir können inzwischen 100% aus Windenergie machen. Und ich weiß, dass man behelligt ist, wenn da eine Windanlage vor der Tür steht. Nur die Alternative ist ein Atomkraftwerk, rauchende Schlote oder Dinge, die auch niemand haben will. Und wenn wir unsere Industriegesellschaft erhalten wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir das so hinbekommen, dass die Arbeitsplätze nicht perdu sind. Aber machen Sie es bitte mal konkret. Was heißt das denn übersetzt? Dass die Abstände geringer sein müssen und nicht regelhaft. Das hängt ja ein bisschen davon ab, wo man das macht. Aber jedenfalls nicht pauschal überall ab 5 Häusern 1000 Meter. Der Altmaier ist ein Totalausfall, was das Thema angeht. Da passiert gar nichts. Sondern das können wir uns nicht erlauben. Das ist eine existenzielle Frage. Deswegen frage ich ja. Sie werfen uns ja oft vor, wir reden dann über Personen. Lass uns bitte über diesen Inhalt kurz sprechen. Wie stellen Sie sich das vor? Wie nehmen Sie die Leute mit? Was erklären Sie Leuten, die sagen, pass auf, wenn ihr hier dieses Windrad aufstellt, ist meine Immobilie, für die ich lange und hart gearbeitet habe, morgen die Hälfte wert. Weil das will keiner kaufen. Nein, aber was man zum Beispiel tun kann, ist Bürgerwindparks schaffen, sodass alle was davon haben und nicht nur ein paar verdienen und andere nicht. Und es ist natürlich auch Die Leute sollen mitverdienen. Ist auch nur ein Teil. Wir müssen was für öffentlichen Personennahverkehr machen. Das Fliegen teurer, das Bahnfahren billiger, das Autofahren nicht ablenken, teurer. Bleiben Sie Nein, bei der das Wind. Gehört dazu. Das gehört dazu. Windenergie ist ein wesentlicher Teil, den wir machen müssen. Und das regelt eben nicht der Markt, sondern das müssen wir als Politik regeln. Und ich will Ihnen ein Beispiel sagen, damit Sie sagen, der redet nicht nur. Als wir angefangen haben in Schleswig-Holstein, 1988 hatten wir 0,05% aus erneuerbaren Energien. Und damals hat Engholm gesagt, unser Kandidat, wir schaffen das bis 2010 auf 25%. Da haben die Schwarzen gesagt, dann gehen die Lichter aus, dann ist die Industrie zu Ende. Dann hatten wir 40%. Da sehen Sie, was Sie mit kluger Politik leisten können. Und erneuerbare Energie ist tausendmal besser als dieser Atomstrom, den wir hunderttausende von Jahren bewachen müssen als Atommüll. Oder die CO2, die wir rauspusten aus Kohlekraftwerken, wo alle möglichen Gesundheitsfolgen davon sind, wie unser Klima kaputt machen. Wir müssen was tun. Der Strom kommt nicht aus der Steckdose, sondern man muss was tun. Und es gibt keine Lösung, die niemanden wehtut.
aber es sozialverträglich machen. Die Bürger fragen mich, Mensch, ich habe ein Auto, ich wohne im ländlichen Raum, ich muss das doch weiterhin benutzen können. Ich kann mir nicht erlauben, mir eine neue Heizung zu kaufen. Zum Beispiel. Und deswegen muss man es sozialverträglich machen. Und ich sage Ihnen, die einzige Partei, die das tut, ist die SPD. Und deswegen brauchen wir auch, müssen wir auch in der Regierung bleiben, damit wir das durchsetzen können, wenn das in der Union nicht geht. Das ist so irre, dass Ihnen das jetzt auffällt, dass Sie dringend in der Regierung bleiben müssen. Nein, das habe ich die ganze Zeit gesagt. Nein, nicht Ihnen jetzt, aber der SPD. Aber als ich sitze jetzt hier, nicht die SPD. Aber Sie sind ja Vizechef. Das stimmt. Sie immer sind noch. Die SPD. Immer noch. Immer noch. Immer noch. Heute Abend. Und demnächst im Präsidium. Vielleicht laden Sie mich ja dann immer noch ein und dann komme ich auch als Präsidiumsmitglied. Immer. Sie immer gerne hier. Frau Kade, was halten Sie von dieser Vision? Wie geht es denn jetzt weiter in Berlin? Abschließend gefragt. Ja, also ich wundere mich erstmal, dass Sie diese Klimafrage noch mal so groß aufmachen. Ich meine, am 20. September gab es eine fast, weiß ich nicht, 15-stündige Nachtsitzung, wo alles beschlossen wurde zwischen Union und SPD. Und jetzt sind wir 2 Monate weiter und das ist alles falsch. Also, aber gut. Habe ich auch nicht gesagt. Bitte? Habe ich nicht gesagt. Ja, oder es muss alles nochmal, also die Windenergie und so weiter, also das haben Sie ja eben alles sehr schön ausgeführt. Also das ist, glaube ich, auch was man als Außenstehender überhaupt nicht versteht, warum jetzt nach 2 Monaten alles doch nicht so war, wie man es gerne hätte. Ja, wie geht's weiter? Ich glaube, das ist bei der SPD gerade sehr schwer zu sagen, auch deswegen, weil, Sie haben es ja auch eben angesprochen, sehr viel Emotion gerade in der Partei ist. Ne? Also das ist ja auch eine Bauchentscheidung gewesen, eine Verzweiflungstat, haben Sie bei uns auch im Interview gesagt, dass sehr viel Verzweiflung gerade bei der SPD zu spüren ist in der Mitgliedschaft. Der Parteitag, der jetzt am Wochenende bevorsteht, wird an einigen Stellen dann Ventile für diese Emotionen schaffen. Und die Frage ist, ob jetzt dieser Leitantrag, an dem Sie ja noch arbeiten werden, der über den Ausstieg oder den Verbleib in der Großen Koalition dann mitentscheiden soll, wie der formuliert wird, ob der hart und binär sozusagen formuliert wird, ja oder nein. Sitzung, ne? Genau. Was steht oder ob drin? Der eher versöhnlich formuliert wird. Könnte ich hier exklusiv der Weltöffentlichkeit verraten. Ja, bitte. Es wird ein ganz vernünftiger Antrag sein, der sagt, es gibt Themen, über die wir mit der Union reden müssen. Dazu gehört zum Beispiel das Thema Klimaschutz, dazu gehört das Thema gute Arbeit, dazu gehört das Thema Investitionen in die Zukunft, dazu gehört das Thema digitale Veränderungen unser Welt, dass die so ist, dass die Arbeitnehmer dabei nicht über den Tisch gezogen werden. Das sind Themen, über die wollen wir mit denen reden. Die Union hat ein paar andere Themen, über die sie mit uns reden will. Das muss man vernünftig tun. Sie wollen neu verhandeln oder was ergänzen? Im Koalitionsvertrag steht drin, dass wir bei neuen Fragen auch zu neuen Antworten kommen müssen. Und statisch ist das nie. Aber nochmal, man verhandelt einen Vertrag nicht neu. Das ist ein richtiges Polit-Pokerface. Ne? Das ist wirklich interessant. Das Wording, das kriegt man auch jetzt aus der CDU mit, das total interessant ist, wenn sich neue Fragen ergeben. Das ist sozusagen das, worauf man sich hinter den Kulissen abgesprochen aber hat. Aber Sie wissen selbst, nachverhandelt wird unter Erwachsenen nicht. Insofern bin ich nicht illusionär zu glauben. Das haben wir heute gelernt. Man kann den Vertrag nicht neu verhandeln. Das würde ja gar nicht passieren. Das würde keiner mitmachen. Übrigens, als ich selber mit der CDU in der Koalition stehe, wollten die das auch ständig, den Vertrag neu verhandeln. Aber das kommt nicht in die Tüte. Ihr habt unterschrieben, das machen wir jetzt auch. Also, so wird aber das man auch macht sein. Dann so Ergänzungen einfach. Es gibt immer neue Fragen, die muss man neu angehen. So. Kommt das Wort Ausstieg darin vor, in diesem Leitantrag? Aus der Kohleverstromung, ja. Okay, aber nicht Ausstieg aus der GroKo? Nee, das kommt da nicht drin vor. Das heißt, Sie lassen sich die Hintertür offen. Dann haben wir das geklärt. Das sehen Sie. Finde ich großartig. Vielen Dank, Claudia Kade und Ralf Stegner. Vielen Dank. Harald Krasnitzer ist bei uns. Der, weiß ich, wir haben uns mal Harald sehr lange hier und intensiv über Politik unterhalten. Da sitzt ein sehr aufrechter Sozialdemokrat. Wie siehst du das, als wir gerade vorhin gesprochen haben über Aufstiegschancen, über die soziale Leiter, die man nach oben klettert, Durchlässigkeit? Wie betrachtest du das? Also erstens, ich bin ein Beispiel dafür. Also ohne die Sozialdemokratie und ohne die Unterstützung, die wir damals hatten und auch die Utopie, die wir damals hatten und den Aufbruch, die Chancen sozusagen zu haben, zu studieren und eben dann eine Form zu finden, dass man sich selbst verwirklichen kann über das Kollektiv, das dir dabei zur Seite steht. Ja. Mhm. Das ist ja eine dieser Grundmaximen der Sozialdemokratie. Bin ich mir sicher, dass ich wahrscheinlich irgendwo in einem sozusagen sozial nahen Beruf gelandet wäre. Und ich wäre wahrscheinlich jetzt irgendwo im Handwerk oder ich würde irgendwo in einem Büro sitzen. Aber ich würde nicht das sein, was ich jetzt sein darf. Ja. Und ich hätte nicht meinen Traum verwirklichen können, weil da viele Menschen waren, die das mit unterstützt haben und die mir auch darüber hinaus nicht nur, dass sie es unterstützt haben, sondern auch das Selbstvertrauen gegeben haben, den Mut gegeben haben und gesagt haben, du kannst das und mach das. Ja? Also
Das mal dazu. Nur zu dem Thema jetzt noch. Ich fand das gerade sehr beeindruckend und ich bin auch sehr erstaunt, dass wir jetzt hier so sitzen und so tun, als wäre die Sozialdemokratie in Deutschland allein verantwortlich für das, dass wir hier einen Stillstand haben. Oder allein verantwortlich dafür, dass wir den Paradigmenwechsel noch nicht angesprochen haben. Das ist sozusagen klassische Politikarbeit innerhalb einer Koalition. So verstehe ich es zumindest. Und da muss irgendwo zwangsläufig ein Deal gemacht werden. Aber dass man dann an einem bestimmten Punkt kommt, dass man sagen muss, Freunde, der Deal ist zu schwach. Wir müssen uns auch mal die Zeit nehmen, 24 Stunden darüber nachzudenken. Und jetzt stellen wir fest, Freunde, und gerade nachdem, wer gestern irgendwie Madrid gehört hat, ja, der weiß doch, was jetzt was läutet und was da für dramatische Appelle kamen. Der muss doch sagen, Freunde, wann, wenn nicht jetzt, muss diese Form des Paradigmenwechsels stattfinden. Und was diese sogenannte schwarze Null angeht, klar kann ich Olaf Scholz in einem Punkt verstehen, dass er sagt, Freunde, lasst uns doch erst mal ausschöpfen, was wir haben und lasst uns mal gucken, wo wird es ausgeschöpft und wo wird es nicht ausgeschöpft, welche genau. Strukturen. Dass wir die Strukturen nicht haben, ist doch ein Ergebnis einer Austeritätspolitik, die wir seit Jahren betrieben haben und die uns dahin gebracht haben, dass wir nicht mal mehr unsere eigenen Möglichkeiten und eigenen Substanzen sozusagen vergemeinschaften können und in irgendeiner Form dort investieren können, wo wir es brauchen. Also kommen wir jetzt zu einer Feststellung, wir müssten dort mal ansetzen, dort ist der Hebel, muss die in die Lage versetzen, dass sie die Verfahren verschnellern, vereinfachen, klarer, direkter und schneller. Das ist der eine Punkt. Und wenn wir dann feststellen, und um nichts anderes geht es meiner Meinung nach gerade, wenn wir dann feststellen, und ich glaube, dass jetzt keiner mehr sozusagen das nicht so sehen würde, wenn wir dann feststellen, dass wir immer noch Geld brauchen, und ich glaube, das tun wir, das ist ja nicht nur eine Forderung der Gewerkschaften und des BDI, ja, sondern das ist doch, liegt doch auf der Hand, dass wir jetzt einen Punkt erreicht haben, wo wir tatsächlich darüber nachdenken müssen, wie sieht dieser Paradigmenwechsel aus. Das beinhaltet für meine Begriffe eine komplett neue Überlegung, wie sieht unsere Ökonomie in Zukunft aus, wie sieht die Ökologie aus, wie sieht Bildung aus, wann kommen wir endlich in den Status, dass wir sagen, wir haben die Schule des Lebens und nicht irgendein repetitives und auswendig Lernen da drinnen, sondern wir machen das, was die Kids jetzt am Freitag schon immer machen. Dort machen sie Schule des Lebens. Sie vernetzen sich mit 2400 Wissenschaftlern. Das finde ich wertvoll. Und ich muss jetzt wirklich hier eine Lanze brechen bei all dem, dass ich da auch kritische Anmerkungen habe. Ich glaube, dass die Sozialdemokratie in der GroKo wirklich viel erreicht hat. Und ich bin auch überzeugt, dass sie das weiter tun. Und wenn man hier von Bremsern redet, dann finde ich das, was die Frau Kamp-Grambauer in den letzten Tagen gemacht hat, eher eine Bremsersituation. Weil ich empfinde, also der einzige Laschet, der hier ein Signal gesetzt hat, ja, wo ich mir denke, ja, das ist spannend. Und dann würde ich mich mit dem Mann zusammensetzen und sagen, lass uns das nochmal in Ruhe anschauen. Ich glaube, wir haben tatsächlich einen höheren Bedarf. Und dann redet man über den Bedarf. Und das ist ein normaler politischer Prozess. Und ganz ehrlich, ich sage das mal so direkt, mir ist das sowas vom Piep, wurscht egal. Wer jetzt im Präsidium sitzt, nicht im Präsidium sitzt, weil diese Partei hat immer davon gelebt, wie Sie richtig gesagt haben, dass sie Teamplayer sind. Und das, was wir erkennen und das, was wir jetzt sozusagen an der Oberfläche sehen, sind eine Summe von Symptomen, von Verletzungen, die sich über einen bestimmten Zeitraum hier angesammelt haben, wo man einfach merkt, sie haben das untereinander Reden verlernt, sondern sie reden nur mehr übereinander. Und ich kann vollkommen verstehen, dass hier nicht ein Politiker sitzt und sagt, wo ist die rote Linie? Weil ganz ehrlich, das ist eine Sache, die an einem bestimmten Tag mit dem Koalitionspartner geklärt werden muss. Und auch das halte ich für Fairness, dass man mit dem Koalitionspartner nicht in einer öffentlichen Show darüber redet und ihm schon mal ausrichtet, was ihm erwartet, sondern dass man dann vernunftbegabt zusammensitzt und sagt, lass uns einen Deal finden. Ja. Das, glaube ich, ist das Verständnis, das ich mir von Politik erwarte. Ja, es geht ja teilig. Ich glaube, also, bei aller Liebe, dass wir neugierig sind. Herr Kalle, Harald Krass ist ja ein Top-Pressemann für die SPD. Nein, ich finde einfach... Vor allem Teamplay und SPD in einem Satz zu nennen. Das ist ganz wunderbar. Das ist schon lange nicht mehr vorgekommen. Nein, aber es ist doch sozusagen eine Kernmarke von dem. Wir haben das ja mal gekonnt und es ist ja nicht so, dass wir das... Ja, das ist aber lange her. Ja,
Es hat wenn man Andrea Nahles fragen würde, würde die das leicht anders sehen. Ja. Und es geht ja am Ende auch um Glaubwürdigkeit. Das ist ja mein Punkt. Es geht doch um die Frage, kann man sozusagen Regierung und Opposition gleichermaßen sein? Ja, die wollt ja alles zur gleichen Zeit da sein. Muss man doch ehrlich das ist eine sehr schizophrene Situation. Da muss man doch ehrlich sagen, dass das, kann man nicht. Kein Alleinstellungsmerkmal der SPD ist, weil es ist ja nicht so, dass in der CDU nicht auch die Frage umgeht, wird es denn jetzt die AKK oder ja, wird es jetzt Spahn oder wird es jetzt Merz oder wird es jetzt Laschet? Ja? Die haben das jetzt vielleicht noch ein bisschen verdeckter und auch dort haben wir ja schon bestimmte Aufflammungen gesehen, dass da jetzt was ins Wallen kommt. Ja? Also ich finde, das ist kein Alleinstellungsmerkmal, die Glaubwürdigkeit, denn auch dort ist die Frage, wann starten wir durch? Und ich glaube einfach nach wie vor daran, dass die Große Koalition wirklich die Tragfähigkeit hätte, hier eine Initialzündung zu schaffen für etwas, was notwendig ist. Aber die große Vision, das ist ja das, deswegen redet man ja auch so viel darüber. Menschen diskutieren im Moment Land auf, Land ab über Politik, ist mein Eindruck. Aber weg von diesem Thema. Stimmt. Harald Krasnitzer hat uns hat was Schönes mitgebracht. Ein wirklich schönes Buch. Alte Alpensagen sozusagen, aber aus deiner Gegend, aus dem Salzburger Land. Nicht nur. Nicht nur. Auch aus dem Skandinavischen. Okay. Das ist ja aufgeschrieben. Also bei uns ist ja, ja quasi. Ihr habt diese Rauhnächte, ne? Genau. Vor Weihnachten. Also, oder ja, auch rund in Südtirol, glaube ich, ist es ähnlich. Genau. Was ist das? Aber die Rauhnächte, das sind. Das ist quasi eine Form des Brauchtums, das eher noch aus den agrarischen und mitunter sehr archaischen Gesellschaften kommt, die im Wesentlichen nach Zyklen gelebt haben. Mhm. Also sich sozusagen an die Sonnenzyklen gehalten haben. Und damit war ja dann in der Regel verbunden, ob du aussähst, erntest oder eben dann darauf wartest, dass das Licht wieder kommt. Und die Rauhnächte beginnen am 24. Dezember, also sinnigerweise an dem Tag, wo der Lichtbringer kommt, und ziehen sich bis zum 6. Dezember. Und diese Rauhnächte, das ist eine Vermischung aus sozusagen alten, mythischen Geschichten bis hin zu den katholischen Riten, die da drauf liegen. Und dienen im Wesentlichen dazu, sozusagen in diesen 12 Nächten die nächsten 12 Monate vorauszuschauen und dort zu orakeln und zu sagen, wie wird's werden, hat aber auch dazu gedient, das Jahr zu verarbeiten und zu sagen, was war denn eigentlich? Und diese Mischform, die hat mich immer fasziniert, weil ich es soziologisch eigentlich spannend fand, welche Riten finden Menschen, um sich sozusagen ihre Ängste, ihre Sehnsüchte, ihre Hoffnungen, ihre Träume in irgendeiner Form umzusetzen, in Form von Geschichten zu erzählen. Mhm. Ja. Und das fand ich total spannend. Deswegen mag ich auch dieses Buch so sehr. Ich hab tatsächlich länger drin gelesen, weil es mich an meine Kindheit erinnert hat. Und ich empfehle das sehr, weil es großartig ist, um es Kindern vorzulesen. Wir müssen ein bisschen älter sein, ist ein bisschen gruselig so in Teilen, ja. Aber regt unglaublich die Fantasie an. Du fängst an zu lesen und du willst hören, wie es weitergeht. Und ich dachte, boah, guck mal, wir sind so weit weg heute davon, aber am Ende interessieren sich doch Menschen immer für Geschichten anderer Menschen. Das ist das, was wir immer gemacht haben. Das ist das, was wir uns immer gegenseitig erzählt haben. Und du selber sagst, wir twittern, wir schreiben, wir SMSen, aber unsere Gespräche werden immer kürzer. Ja, ich glaube einfach, dass ich nenne das für mich, ich nenne das eine Timeout-Zone. Ja? Eine Timeout-Zone. Ja, eine Auszeit. Die kennt man aus, eine Auszeitzone kennt man aus dem Sport, die ist dort auch relativ kurz. Mhm. Aber mich hat das so an einem Prozess, oder erinnert das auch an einen anderen politischen Prozess, und das war der Wiener Kongress, der ja sich über sozusagen fast ein Jahr gezogen hat. Mhm. Ein Jahr lang haben Menschen aus ganz Europa in Wien gelebt und haben versucht, sozusagen Europa neu zu ordnen. Jetzt wissen wir, das war zum Teil restitutiv, aber zum Teil war das auch hochspannend, weil sie haben 161 oder 63 sozusagen Artikel geschaffen, mitunter mit so revolutionären Dingen wie mit der Abschaffung der Sklaverei und Abschaffung von Zöllen und, und. Also so ein bisschen Vorreiter von dem Europa, was wir jetzt kennen. Und diese Ordnung hat relativ lang gehalten. Was mich fasziniert hat, dass Menschen sich so lange Zeit nehmen für einen Findungsprozess. Mhm. Und damit sind wir wieder bei der Politik. Wir haben keine Zeit mehr für Findungsprozesse. Wir haben keine Zeit mehr für Resonanz. Wir sind
permanent in einem Hochfrequenzbereich. Ja? Und dieser Hochfrequenzbereich, und wir haben das ja nun gerade erlebt, jetzt kommt der frisch aus der Sitzung und hat zu funktionieren. Bam, bam. Und bam, 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 es geht. Und er muss irgendwie Information, gleichzeitig Botschaft, gleichzeitig Selbstverteidigung und darüber hinaus noch eine Utopie bauen. Bitte, jetzt, bevor wir jetzt Mitleid mit Herrn Stegner entwickeln, nein, ja, so weit nicht. Wollen wir nicht gehen. Das ist unsere, ja. ich verurteile das ja nicht, Markus. Ich sage nur, das ist unsere Zeit. Was du meinst, ja. Und ich glaube aber, wenn wir wirklich zu der Qualität kommen wollen, die Sie so wunderbar angesprochen haben, ja, und die Sie auch so wunderbar angesprochen haben, dann glaube ich, müssen manchmal Dinge her, dass man sagt, und jetzt lasst es mal durchatmen. Und für mich sind zum Beispiel diese 12 Tage immer dazu da, tatsächlich durchzuatmen, zu sagen, ich brauche diese Zeit, um mich zu verorten und überhaupt mal wieder zu gucken, was bin ich, wo bin ich, was ist passiert und was, wo ja, will ich hin. Aber was heißt das konkret? Bist du dann also raus? Bist du dann nicht mehr zu erreichen, telefonisch oder so? Oder? Nein, da gibt es sozusagen eine Vereinbarung, die kennt jeder. Du kannst mich per SMS erreichen, wenn sozusagen wirklich was ganz Tragisches passiert. Und ansonsten hebe ich nicht ab und schaue keine Mails und habe festgestellt, wenn ich jetzt 14 Tage oder diese 12 Tage mal nicht die Nachrichten schaue, dann ist die Welt bis jetzt auch noch nicht untergegangen. Und falls ich dann sozusagen zu spät mitbekommen würde und Nachrichten lese, wo dann drinsteht, die Welt ist untergegangen, na gut, dann wäre es eh schon zu spät. Weil hättest du es irgendwie auch so erfahren. Ja. Aber okay, das heißt, du kommst in eine andere digitaler Frequenz. Verzicht, ja? Wirklich? Digitaler Verzicht, digitales Fasten, weil, wie man heute sagt. Im Wesentlichen darum, dass man Freunde einlädt und dass man quatscht und dass man anfängt zu träumen. Und ich glaube, das kommt letztendlich auch daher, dass alles, was wir gerade erleben, und man spürt das ja förmlich auch, wenn wir rausgehen, wir sind täglich mit Angst konfrontiert. Es ist jeden Tag ist Weltuntergang. Ja, und du hast dadurch kriegst du sozusagen immer Informationen in die Amygdala. Das ist der Teil in unserem Kopf, der für Angst zuständig ist. Diese Angst, die uns zum Teil überfordert, heißt, wir haben eine schnelle Frequenz. Mhm. Die Amygdala reicht aber nur dazu, dass wir permanent in Abwehrmechanismen sind und reaktiv sind und gucken, dass wir schnell Flucht oder Angriff oder was immer entscheiden können. Aber sie eignet sich überhaupt nicht dazu, Utopien zu schaffen und ein Narrativ zu schaffen. Und Utopien und Narrative schaffst du nur mit einer langwelligen Frequenz. Das heißt, du brauchst Zeit. Und ich will noch mal so ein klassisches Beispiel aus der Politik nennen, weil mich das immer fasziniert hat. Ich glaube, dass ein ganz wesentlicher Anteil von dem, was 89 passiert ist und was wir dieses Jahr so wunderbar feiern durften, ja, dass das begonnen hat mit einer Motorbootfahrt auf der Krim oder vor der Krim zwischen Brezhnev und Brandt. Weil die zwei begonnen haben, sich als Freunde zu betrachten oder zu versuchen, etwas zu überwinden, was vorher in einer Gegensätzlichkeit war, in ein Vertrauen zu kommen. Und an diesem Abend sagt Brezhnev zu Brandt, du hast recht mit dem, was du sagst. Aber ich kann es noch nicht machen, gib mir Zeit. Und was entsteht danach? Danach entsteht die KSZE und die Helsinki-Akte. Mhm. Und dieser Apparatur schafft es sozusagen, über bestimmte Zeiträume hier ein System zu unterwandern mit demokratischen Grundwerten, mit Linien, mit Austausch von Informationen, mit gegenseitigem Vertrauen, sodass wir am Endpunkt dieser Geschichte einfach feststellen müssen, es war der Fall der Mauer, die Wiedervereinigung und da muss ich in dem Fall Putin recht geben, die Tragik, dass sich die Sowjetunion aufgelöst hat. Ja? Weil das einfach nochmal so eine dramatische Erschütterung für Russland ist. Also das muss man zur Kenntnis nehmen. Und das finde ich spannend, dass man in der Politik wieder andere Techniken anwendet und ist, nicht diese Hochfrequenz hat. Ist aber gerade das beobachtet ihr ja wahrscheinlich auch, ne? Ist gerade nicht die Zeit dafür. Nee, ist eher gerade so eine Hechelei. Ja. Was Schwachsinn ist, weil wir müssten uns täglich eigentlich mal unterhalten, okay, pass auf, wo gehen wir jetzt wirklich lang? Elektromobilität, Nicht-Elektromobilität, dann haben wir überall die Widersprüche und wir machen eigentlich immer nur Kampf gegeneinander oder wer hat jetzt gerade sozusagen den Daumen unten oder oben, ja? Ich glaube aber, man sollte nach faktischen Grundlagen handeln und sagen, was geht nicht, wo schaffen wir es, und welche Räume haben wir, welche Kapital haben wir, wo können wir es einsetzen. Und dann ist das eine ganz simple Angelegenheit, meiner Meinung nach. Wobei ich auf der anderen Seite auch das Gefühl habe, wir sind schon auch nicht nur auf dem schlechten Weg, oder?
Wir sind nicht nur auf dem schlechten Weg. Schon ein bisschen Hamsterrad, was Herr Kassnitzer beschreibt. Und das ist manchmal schlecht. Zeit zum Nachdenken und zum Reflektieren, die kommt zu kurz und die könnten wir mehr brauchen. Genau. Deswegen ziehen Sie sich ja auch nach Schleswig-Holstein ein bisschen zurück und haben dann dort ein bisschen mehr Zeit. Aber ich wollte nur sagen, diese jungen Leute, die am Freitag zum Beispiel dann auch auf die Straße gehen und so weiter, die haben das gemacht. Also wenn das Pendel zu sehr in die eine Richtung schlägt, habe ich das Gefühl, dann entsteht möglicherweise auf der anderen Seite was ganz anderes und Dinge justieren und formieren sich neu. Ich danke euch ganz herzlich und wir freuen uns jetzt sehr auf ein Gespräch mit Andrew Ridgely, der heute unser Gast ist. Wham ist das Stichwort. Und wir, vielen Dank, Harald, schönes Buch. Und wir hören mal und schauen mal ganz kurz rein in eine Zeit, die, also zumindest in meinem Fall, ein älterer, reiferer Herr auch Jugend war. Schauen Sie mal. Andrew Ridgely, herzlich willkommen nochmal bei uns. Freue mich sehr. Ich habe, bevor wir gleich über die Entstehung von Last Christmas sprechen, habe ich eine Frage. Wir haben eben diese Szene gesehen, dieses allerletzte Konzert im Wembley-Stadion. 72.000 Menschen und das Konzert war, so habe ich das nachgelesen, in 3 Minuten ausverkauft. Alle Tickets weg. Weil klar war, die kommen danach nie wieder zurück. Er umarmt sie auf der Bühne und flüstert ihnen irgendwas ins Ohr. Was hat er ihnen gesagt? Wie gesagt, es gab Bewerbungen, Millionen Bewerbungen für Tickets für dieses Konzert. Wir hatten eine riesige Tour hinter uns gehabt, weltweit, um uns zu verabschieden. Und wir hatten uns eben zum Ziel gesetzt, dass wir die Band auf eine ganz gewisse Weise zum Ende bringen wollten. Und er drehte sich dann um zu mir, umarmte mich und sagte, ohne dich hätte ich das nicht geschafft. I couldn't have done it without him either. Wow. Wer weiß, hat er vielleicht schon geschafft. Auf jeden Fall sagt er das. Mhm. Wahnsinn. Was machen Sie, Andrew, wenn Sie Last Christmas im Radio hören? I think it's a great song. Ich finde, es ist ein toller Song. Ja, unbedingt. Er wird nur ein bisschen oft gespielt. Das ist so mein Gefühl. No, it gets played around about this time of year. Naja, um diese Jahreszeit schon, das ist richtig. Quite a bit. Und nicht so schlecht, ja, das ist richtig. Ich muss aber sagen, das ist ein Lied, das einfach die Idee von Weihnachten wunderbar auf den Punkt bringt. Der hat es wirklich geschafft. Das ist der perfekte Ausdruck, was Weihnachten eigentlich bedeutet. Und das zeigt einfach, was für ein Genie er war, was für ein toller Songwriter. Er hat wirklich diese handwerkliche Kunst zur Perfektion gebracht. Und mir macht es gar nichts aus, wenn ich das höre. Ich genieße das immer wieder. Es ist eine tolle Melodie und so hochgradig symbolisch einfach. Ist ja nur einmal im Jahr schließlich. Insofern lassen wir es doch mal dabei. Wir ertragen das alles. Ich habe neulich, das ist wirklich witzig gelesen, dass... Ich habe neulich gelesen, dass es auch in Deutschland gewerkschaftliche Bemühungen gibt, diesen Song weniger oft zu spielen, weil die Angestellten wahnsinnig werden in den Kaufhäusern, in den Läden. Und es gibt offenbar Lebensmittelketten, die haben es dann runtergenommen von 7 Mal pro Stunde auf 5 Mal pro Stunde. Das ist wirklich mal, aber großartiges Lied. Andrew, wo und in welcher Situation ist dieses Lied entstanden? Wann heute auf den Tag genau vor 35 Jahren rausgekommen? Wann habt ihr das geschrieben? Wie ist das entstanden? It was written in early 84. Okay, Anfang 1984 haben wir das geschrieben. Und das war ein ziemlich langweiliger, dunkler, trüber Sonntagnachmittag. George und ich waren zu Hause bei seinen Eltern. Fernseh lief, irgendein Fußballspiel. Und auf einmal ist George aufgestanden, plötzlich verschwunden und kam eine Stunde später wieder runter und sagte, Andy, komm hoch, du musst dir das anhören. Also ging ich nach oben, er hatte da so ein Keyboard stehen, ziemlich rudimentär alles. Irgendwie auch Aufnahmevorrichtungen gab es da. Und er hat mir dann die Grundstruktur von Last Christmas vorgespielt und das war wirklich ein Wahnsinnsmoment für mich. Denn mir war damals schon völlig klar, dass das ein Weihnachtsklassiker werden würde. Denn er hat Weihnachten einfach ganzheitlich definiert. Und ich muss sagen, das war einfach brillant, ein brillantes Stück. Das heißt, es hat eine Stunde gedauert und dann war Last Christmas eigentlich gemacht. Well,
The bones. Ja, genau. Naja, die Grundstruktur. Genau. Und dann mussten wir uns natürlich noch an die Feinheiten machen, arrangieren etc. Ihr habt ja vieles zusammengeschrieben. Deswegen jetzt ganz blöde Frage dazwischen. Wenn Last Christmas im Radio gespielt wird, denken Sie dann nächstes Mal, okay, klingelingeling, freut sich mein Bankberater wieder? But it gets a little lift, a nice Christmas bonus, call it. Ja, man kann das sozusagen als Weihnachtsgeld betrachten. Ja. Sehr gut. Wenn man Last Christmas sagt, dann haben wir alle auch immer diese Bilder vor Augen, dieses Video. Das ist ja auch ein weltberühmtes Video. Wo ist denn dieses Video entstanden und was war das für eine Situation? The video was filmed in Saas-Fee. Das Video wurde in Saas-Fee in der Schweiz gedreht. Okay. Das war ein Skiresort in hoher Höhe, okay. Auf jeden Fall Schneesicherheit. Naked steeplechasing, yes. Richtig, Hindernislauf und zwar nackt. Ah ja. Wird, glaube ich, nicht so richtig häufig praktiziert. Ist auf jeden Fall kein Wintersport. Ich wusste all das nicht, bevor ich jetzt wirklich sehr intensiv in diesem Buch gelesen habe. Und es wird auch klar, sozusagen, dass es da offensichtlich zwei Menschen gibt, zwei Personen gibt. Sie beschreiben das auch so. Als Sie sich damals kennengelernt haben, Sie schildern die Szene so, ich fasse das mal kurz zusammen. Sie sind in der Schule, nicht ganz einfache Ecke von London, in der Sie da unterwegs sind. Und die Klasse hat sich längst zusammengefunden. Und plötzlich bringt die Lehrerin einen jungen, sehr schüchternen, irgendwie verstörten Mann rein, der eine sehr unglückliche Brille trägt und auch sehr unglücklich guckt, als sie seinen Namen vollkommen falsch ausspricht. Dieser junge Mann war George Michael. Das heißt, wer stand da damals vor Ihnen? Wer war das? Well, it was a schoolboy, like a lot of ein junger Schuljunge, wie so viele andere auch. Ein ziemlich unscheinbarer Schuljunge mit, wie gesagt, diesem großen Metallbrillenrahmen, Locken auf dem Kopf. Und ein wenig nervös. Es war schließlich sein erster Tag bei uns in der Schule. Und die Lehrerin stand dann da und hat gefragt, wer möchte sich seine annehmen, wer möchte sein Mentor werden. Ich habe mich gemeldet. Diese Rolle, diese Verantwortung war mir zuvor nie übertragen. Worden. Und insofern dachte ich, na, das ist doch mal eine tolle Chance, hier mal mich ein bisschen einzubringen. Wirkt sich vielleicht auch gut auf meine Noten aus. Ja, und das war ein lustiger Kerl. Wir haben uns ziemlich gut verstanden. Wir haben festgestellt, dass wir einen ähnlichen Humor hatten. Und dann gab es natürlich unsere gemeinsame Liebe für die gleiche Art von Musik. Insofern haben wir uns ziemlich schnell geeinigt. Mhm. Wann haben Sie, Andrew, das erste Mal verstanden, was das für ein Musikgenie ist, das Sie da gerade getroffen haben? Well, that came later. Naja, das war erst später. Wir hatten dann eine Band in der Schule, wir haben Lieder zusammengeschrieben, sind gemeinsam aufgetreten als The Executives, circa ein Jahr lang. Dann haben wir uns wieder getrennt. Allerdings haben wir weitergeschrieben und erst nach dem ersten Hit, nach Young Guns, wurde mir klar, dass sich hier seine Songwriting-Fähigkeiten wahnsinnig entwickelt hatten. Wirklich außergewöhnlich. Vor allem, wie schnell das auch ging, seine Songschreiber-Fähigkeiten. Bad Boys hat er geschrieben, das war ein Muss für ihn. Das gefiel ihm überhaupt nicht, aber er musste das schreiben. Ist auch ein toller Song. Wie gesagt, er hatte das Gefühl, ich muss das schreiben als Nachfolger von Young Guns. Okay. Und aus künstlerischer Perspektive war das nicht so ganz einfach für ihn, denn er fühlte sich irgendwie ein bisschen unter Druck, das zu tun. Aber zu diesem Zeitpunkt wurde mir wirklich klar, hey, hier ist ein besonderes Talent vor mir, denn er schaffte es einfach, nach Auftrag zu schreiben. Ja, Wahnsinn. Also die Dimension wird einem so klar, wenn man mal hört, was nicht auf dem ersten Album, sondern auf dem ersten Demo-Tape, das Sie irgendwann bei der Plattenfirma abliefern, um sich zu bewerben, dass man freundlicherweise vielleicht mal einen Plattenvertrag kriegt. Da ist drauf Club Tropicana und da ist drauf Careless Whisper. Zwei spätere Welthits. Einfach nur so als Bewerbung. Richtig. Im Grunde ging es um drei Titel. Club Tropicana, Careless Whisper und Wham Rap. Wham Rap war vollständig damals schon. Und die beiden anderen, da fehlte hier und da noch ein bisschen was. Drei Welthits, kennt jeder.
kennt ihr, hat sofort die erste Plattenfirma verstanden, was man für ein Material da in der Hand hat, was das für zwei Musiker sind, die da sich bewerben? Well, in fairness, I think that Mark Dean. Der Fairness halber muss ich sagen, dass Mark Dean, ein Freund von mir damals in Boucher, ziemlich fähig war. Er hat damals bei Phonogram gearbeitet und er hat große Acts unter Vertrag genommen, ABC. Ja, und er wusste schon, was ein gutes Lied ausmacht. Und ich denke schon, dass ihm damals klar war, was er hier zu Gehör bekam und welche Chancen und Möglichkeiten es da gab. Was einen sehr berührt ist, wie Sie so beschreiben, wie sozusagen dieser Mensch an Ihrer Seite und Sie natürlich auch in einer atemberaubenden Geschwindigkeit zum Popstar wird, zum Superstar wird, der sich selbst auch erfindet, der das Bild von sich in der Öffentlichkeit kontrolliert. Und Sie sagten oder schreiben irgendwo, öffentlich war ich mit George Michael unterwegs, aber privat war es einfach nur mein Freund Jock oder Jock oder wie auch immer Sie ihn genannt haben. Das war Ihr Spitzname sozusagen für ihn. Was heißt das? Er hat George Michael sozusagen erschaffen, um sein Songwriting-Potenzial voll auszureizen, um seinem Schicksal sozusagen gerecht zu werden. Als Giorgio Panagiotou wäre das nicht möglich gewesen. Okay. Richtig, das war sein Name. Aber das eignete sich nicht gut für einen Popstar, dieser Name. Und das wusste er auch. Und diese Person, Jörg, hätte es einfach nicht geschafft, dahin zu kommen, wohin er kommen musste. Und ihm war völlig klar, wo die Reise für ihn hinging. Und deshalb wurde eben George Michael erschaffen als öffentliche Persona. Und was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Personen? Wie würden Sie das beschreiben? Well, George said himself, he created George hat selbst gesagt, ich habe George Michael erschaffen, und zwar nach Vorbild eines Freundes. Er hatte George Michael erschaffen, um, wie ich erwähnt habe, sein künstlerisches Potenzial zu erfüllen und um der Star zu werden, von dem er immer überzeugt war. Ihm war klar, dass er das Talent hatte, das zu schaffen. Insofern gab es hier durchaus gewisse Reibungen zwischen der Privatperson, meinem Freund Jörg, und George Michael. Hat zu dem Zeitpunkt damals auch seine damals noch heimlich gelebte Homosexualität, welche Rolle hat das gespielt? Ehrlich gesagt war das am Anfang gar nicht so wichtig. Für ihn war das nicht ganz so problematisch, denn er wusste durchaus, dass, wenn man das öffentlich machen würde, seine Karriere bis zu einem gewissen Punkt darunter leiden würde. Ich meine, wir wussten das. Ich wusste es, Shirley wusste es. Er sagte uns das, als wir ca. 19, 20 Jahren. Und ehrlich gesagt hat er sich nie komplett damit versöhnen können als junger Teenager. Das war auch so ein schrittweises Bewusstwerden. In dem Maße, wie er älter wurde, wurde ihm das zunehmend klar. Und angesichts des Umfelds, der Stimmung damals in gewissen Teilen der Gesellschaft und auch die Presse hatte eine gewisse Haltung gegenüber dem Thema Homosexualität. Und vor diesem Hintergrund war ihm klar, dass dieses Thema ihm möglicherweise im Wege stehen könnte bei seinem weiteren Weg. Ich meine, heute ist das eine Diskussion, die wir ganz anders führen würden. Aber man muss das immer im Kontext der damaligen Zeit natürlich sehen. Wie sehr hat er darunter gelitten? Wie sehr hat ihn das zerrissen? Also auf der einen Seite, speziell auch nach dem Ende dann von Wham, hat er sich ja selbst noch mal wirklich als Superstar, als George Michael, der dann die große Solokarriere gemacht hat, und noch mal neu erfunden und war doch am Ende eigentlich dieses perfekte Sexsymbol. Angehimmelt von Millionen Frauen in allererster Linie. Und niemand wusste eigentlich, dass er in Wahrheit Männer liebte. Das heißt, wie sehr hat ihn das zerrissen? Wie ist er mit diesem Konflikt umgegangen? Das wurde erst später, während seiner Solo-Karriere, zu einem größeren Konflikt.
Und ich denke schon, dass das damals dann für ihn auch wirklich zu inneren Schwierigkeiten und Nöten geführt hat. Diese Gegenüberstellung der öffentlichen Person, ja, heterosexueller Mann, Sexsymbol, ja, und dann der private Mann. Das wäre sicherlich etwas, das bei ihm zu inneren Spannungen und Nöten geführt hat. Haben Sie beide sich darüber ausgetauscht? Haben Sie darüber gesprochen oder anders gefragt, wen hatte er? Wem konnte er sich da anvertrauen? Well, he didn't confide in his friends. Er hat seinen Freunden diesbezüglich nicht vertraut. Er hat sich ihnen nicht anvertraut. Vielmehr war dies etwas, was er bei sich behielt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er dies mit seinem Partner besprochen haben wird und mit seinen Lieben, klar. Aber unsere Beziehung war stets auf gemeinsamen Erfahrungen basiert und auf dem, was wir gemeinsam erlebten. Wir hatten so eine gewisse Leichtigkeit, er und ich, in unserer Beziehung. Und zwar schon von Anfang an, als wir uns kennenlernten, gab es da diese ganz spezielle Energie, diese Vitalität zwischen uns. Und die hat ehrlich gesagt alles andere ausgeblendet. Wir genossen es einfach so sehr, in der Gesellschaft des anderen zu sein. Das war eine Beziehung, die wir einfach sehr stark genießen konnten. Wir haben es beide total genossen. Und weniger schöne oder schwierige Themen haben wir gar nicht so sehr aufgegriffen. Eine letzte Frage zu George Michael. Haben Sie mitgekriegt von seinen Schwierigkeiten, gerade in den letzten Jahren seines Lebens? Da müssen sich offensichtlich größere Tragödien, Dramen abgespielt haben. Es endete dann mit seinem plötzlichen Tod, der viele sehr überrascht hat. Hat Sie das überrascht? Ja. Ja. Ich war überrascht. Und ich war schockiert. Er hatte gesundheitliche Schwierigkeiten, das ist alles bekannt und dokumentiert. Bereits 2012 hatte er eine Lungenentzündung, die bei ihm ein Koma auslöste. Seit damals ging es mit seiner Gesundheit nicht mehr wirklich bergauf. Ich glaube, der lag ja damals in Wien, fällt mir gerade ein, ne? Lange im Krankenhaus, genau. Genau. Richtig, er lag mehrere Wochen in Wien im Krankenhaus. Ja, und dann seine Drogenprobleme, das ist ja auch allgemein bekannt. Und all dies waren dann Faktoren, die sich entsprechend ausgewirkt haben. Er war einfach geschwächt, angreifbar und er war nicht mehr der Gleiche. Dann diese persönlichen Schicksalsschläge. Erster Freund hat er verloren. Und das war der erste, den er wirklich liebte, ein echter Partner. Und das hat bei ihm zu einem großen Trauma geführt. Dann der Verlust seiner Mutter. Auch darunter hat er sehr gelitten. Und all dies waren Themen, und Punkte, die er wirklich nie ganz überwunden hat. Ich denke ganz oft, wahrscheinlich ist das so. Große, große Kunst, großes Genie gibt es wahrscheinlich nicht ohne großen, großen Schmerz. Wahrscheinlich gehört das irgendwie zusammen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann wiedersehen und dann singen wir mal kurz vor Weihnachten zusammen live hier Last Christmas. Ja, das ist ein Wort. Das machen wir. Yes. Okay. Ja. Also. Ich danke ganz herzlich. Andrew Ritchie ist heute unser Gast, dem ein tolles Buch über eine der größten Popgruppen aller Zeiten gelungen ist in der Geschichte der Popmusik. Ich danke mich ganz, ganz herzlich bei Claudia Kade, die heute unser Gast ist, bei Harald Krasnitzer. Rauhnächte, schöne Geschichten aus alten Zeiten. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ralf Stegner, dem wir alles Gute wünschen für das, was in der SPD ansteht. Es bleibt spannend. Wir sehen uns bald wieder. Jetzt die Kollegen von Heute Plus. Da gibt es bestimmt auch Neuigkeiten von der SPD. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Danke.